Auswärtssieg! 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 Unser Leben zählt. Ja!
Amersfoort. Niemals wirst du allein gehen. Was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lenz TV. Ihr habt schon mitbekommen, ich bin heute zu Gast beim GSC. Wir sind beim Auswärtsspiel gegen den SV Stivol, also in der ersten Klasse, das heißt Groundhopping vom Feinsten. Ich kann euch nur sagen, richtig, richtig geile Stimmung. Also wir sind vielleicht nicht viele, aber wir machen Stimmung ohne Ende. Also richtig geil. Ich komme mir vor wie Danny Dyer in Wirklichkeit mit The Football Factory International. Und ich habe heute natürlich einen Stargast bei mir. Also ich habe keine Kosten gescheut, okay? Um ihn euch zugänglich zu machen. Wir reden von David Alaba. Hallo, herzlich willkommen hier auch von mir in Stivol. Finde es großartig hier zu sein. Coole Sache übrigens, was du da machst. Irgendwie sehr geil, mit so vielen Leuten hier zu sein. Freut mich sehr hier ja, zu sein. Ja, also der gute David ist ja eigentlich auf Trainingslager mit der Nationalmannschaft. Ja, der hat sich aber einfach gedacht, na gut, er macht jetzt Antrag blau. Ich meine, aufgestellt wird er sowieso, sind wir uns ehrlich. Und deswegen, naja, überlegen wir uns da eben, dass wir dieses kleine Interview hier machen. Wir machen schon hier den nächsten Interviewgast. So. Servus. Den lieben Herrn Wallig, wie geht's dir? Ja, schaut gut aus. Also Burschen, der GSC führt 1-0 zur Pause. Gell? Was sagt ihr zum Spiel? Was ist so euer Resümee der ersten also Halbzeit? Also ich habe nicht viel gesehen, ich war meistens mit dem Rücken zum Spiel. Ja, aber er ist der Vorsänger, ist, muss man dazu sagen, Entschuldigung. 1-0 ist hochverdient, also würde ich sagen einmal. War ja auch ein schönes Tor, gell? Muss war ein schönes sagen, Tor, gell? Ich hab's leider nicht gesehen. Es war aber tatsächlich schön. Es war tatsächlich schön. Ich hab's gerade sogar gesehen zu der Zeit. Ich hab's tatsächlich gesehen. Ja, Wahnsinn. Es war wundervoll. Also, ich meine, ich werde es jetzt nicht glauben, gell? Ich hab das Tor sogar fast aufgenommen. Zumindest den Torjubel, den haben wir. Gell? Also immerhin, hallo. Das ist mehr wie sonst vor, ne? Auf jeden Fall. Also wenn ich da an Bad Wimsbach denke, oder? 5 Tore, keins erwischt. Naja. Naja. Okay, was sagst du eigentlich zu unserer Leistung? Ganz ehrlich, also auf der Tribüne, fantechnisch, muss ich sagen, 1 mit Sternchen. Gell? Mhm. Also wirklich jetzt ohne Wenn und Aber, hätte ich mir nicht gedacht. Es sind, wie gesagt, sind nicht Fülle, aber es ist kräftig, gell? Es ist stimmgewaltig. Also du musst es einmal in Relation natürlich sehen. Natürlich, für erste Klasse, da kann man ja nichts sagen. Also, wenn ich mir die Stivoler Fans anschaue. Selbst für mich irgendwie großartige Stimmung hier, das muss man sagen. Na, Moment, kurz, ich muss da kurz eine Großaufnahme Richtung Stivol Zuschauer machen, gell? So damit die Fans, die Zuschauer,
genau hier wissen, was wir meinen. Da zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja, 12, 13, 14, genau aufgerunde 20 Leute, die zuschauen. Ja, nicht anfeuern, sondern zuschauen, gell? Ja. Also, so viel dazu. Schaut, das sind unsere Nachwuchskicker da. Ja, den Tennis. Hamza, Wadi. Nikola? Naja, ich glaube ganz ehrlich, den Tennisball, den muss man nicht unbedingt filmen. Das ja, aber immerhin. Obwohl, naja, gar nicht, schau, gar nicht so schlecht. Ja, wenn man sich die Jungs so anschaut, gell? Da kommt schon was hin. Ja. Also, das passt. Schon, gell? Ich meine, ja, bald kann ich eine Empfehlung von unserem Marcel aussprechen. Also, da sind schon ein paar Kicker dabei, glaube ich. Und ich glaube, wir könnten da eventuell schon die nächsten zwei Jahre wieder mal kräftig aufzeigen mit Nachwuchstalenten und unserer Kaderschmiede, die wir hier in Österreich aufgebaut haben. Und? Ja, bist du sehr schön artikuliert, muss ich sagen. Unglaublich, mit der Stelle. Also wirklich, gell? Ich meine, der alte David, das darf man ja gar nicht verraten, ist ja eigentlich so ein bisschen Rapidler, gell? Ich meine, wir treiben sie schon aus. Jetzt fragt euch natürlich, wie kommt bitte so jemand, der aus Wien kommt, zum GSC. Naja, David, wie kommst du zum GSC? Das kann ich dir ganz einfach sagen. Also wir waren da, müssen ja ein bisschen anzahlen, irgendwie, weil der Schiri schon wieder deppert ist. Aber von Red Star Benzing einfach ich mit der Fanfreundschaft zum Grazer Sportclub. Und hier stehen wir dann alle vereint. Red Star und der GSC. Red Star und der GSC. Red Star und der GSC, hey, hey, hey! Red Star und der GSC, Red Star und der GSC, Red Star und der GSC. So, jetzt noch ganz kurz, dann kann ich nur mehr sagen, David, oder besser gesagt Asmin, wie du ja eigentlich heißt. Oder gell? Wie auch immer. Ja, man kann ihn nennen, wie immer wohl. Ne? Wie auch immer. Von dem her sage ich auf jeden Fall danke für dieses kleine Resümee. Gerne. Und eventuell machen wir noch ein Spiel noch was. Schauen wir mal, wie wir drauf sind. Gell? Auf jeden Fall. Die Stimmung ist gut, das Ergebnis noch besser. Wunderbar. Von dem her, wir sehen uns. Bis noch. Servus. Yeah.
Du bist auf Facebook? Echt? Ja. Lagerfeuer, Lagerfeuer, hey! Lagerfeuer, Lagerfeuer, hey! Hey! Lagerfeuer, Lagerfeuer, hey! Hey! Duschen! Scheiß Rote! Ah! Gib mir Haus! Gib mir Haus! Gib mir Ausrufezeichen! 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 Gäste! 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 Scheiß die Wohl! Es ist viel ausgegangen in der Viertelstunde. Ach so, deswegen. Erst auf. Na wirklich? Das wüsste man nicht glauben. Und seitdem gibt es die Rapid-Viertelstunde. Seitdem gibt es die Rapid-Viertelstunde. Wunderbar ist das, gell? Also bitte. Ein Wahnsinn, ein bisschen Kontinenz bitte. Ja, sicher. Ein Wahnsinn, nein. Aber jetzt ein bisschen, also David, gell? Wir sehen, der David Alaba raucht. So bitte nicht nachmachen. Das ist eine objektive Täuschung. Nein, ja, nein, das tut er nicht wirklich. Marcel, das ist nicht echt, gell? Na, aber du jetzt ehrlich. Also Endstand, SV Stivol. Du bist nicht Alaba, ich bin Alaba. Bitte? Ich bin Alaba. Wunderbar. Also, SV Stivol gegen GSC, Endstand 0-2. Gell? Das letzte Spiel mit einem Sieg abgeschlossen. Das bedeutet, der GSC ist Tabellen-Siebter am Ende. Gell? Mit, wenn ich richtig mitzahle, habe jetzt 34 Punkten. Also sie führen das obere Mittelfeld an. Naja, ist ja, glaube ich, für die GSC eine sehr gute Platzierung, oder? Was sagst du dazu? Du bist ein bisschen mehr Insider als ich. Wieso nicht? Also, weiter runter können wir eh nicht mehr. Wir sind gut unterwegs, also eventuell haben wir das schon nächstes Jahr, in zwei Jahren, ich hoffe es in GSC, aber einen Aufstieg, wo wir um die vorderen Plätze mitspielen können, irgendwie, was auch immer. Schauen wir uns so weiter vorkommen, eventuell einen Aufstieg schaffen. Mir und den Fans wird das, glaube ich, sehr gefallen da irgendwie. Also ich mein, man muss schon sagen, ich meine jetzt, wenn ihr alle so quasi bejubelt, gell, es war schon sehr geil. Über 90 Minuten in großartige Stimmung. Ich meine jetzt ehrlich, das war Dauersupport, das ist die erste Klasse. Das sind alles Amateure, gell? Und 90 Minuten Dauersupport, das muss man schon sagen. Das hätte ich auch gerne. Ja. Bei mir, beim FC Bayern, das passiert halt auch nicht so oft. Man. Das haben sie jetzt auch. Dauersupport. Und genauso wie hier. Aber der David kann sich trösten mit seinem Mercedes-Benz und mit seinem AMG und weiß ich nicht. Ja, es geht, da wird eine Spielerunterstützung eigentlich nicht so schlecht. Sein Lamborghini ist letzten hat er leider verpfänden müssen, weil Bayern spät überwiesen hat. Gell? Ja, es passiert heute hin und wieder. Nein, nein, mein Gott. Ja, was ist mit es dir? Es geht doch um was ganz was anderes. Es geht doch um das Leben. Es geht doch darum, dass du das Leben endlich in die Berge, in die Wälder endlich einmal genießen kannst, du Trottel, du Elendiges.
Du elendiges Element deiner Mutter, das kann ja nicht sein, oder? Bitte, bitte. Das ist jetzt ein Ultra von den Red Stars gewesen, gell? Das ist so ganz ja, das passiert hin und wieder. Also ja. Ich als Gebürtiger wieder muss sagen, Red Star, tolle Mannschaft. Im Prinzip. Der Vorstand ist Arsch, die Mannschaft ist leibend, die Fans sind noch geiler. Redest du gerade vom Eskersturm oder was? Nein, ganz und gar nicht. Also der Eskersturm hat er nicht den kleinsten Atemzug daneben erwähnt. Also da geht es tatsächlich um Red Star Benzing. Gibt es nur den GSC und Red Star Benzing? Du musst jetzt schon ein bisschen lang. Warte mal kurz. So, Leute, also der nächste Part hier bei der Lenz TV. Wir sind nach wie vor in Stivol und der SV Stivol hat mit 0-2 gegen den GSC verloren. Das bedeutet im Umkehrschluss der GSC mit 3 Punkten am Saisonende. Platz 7 in der ersten Klasse Regionalliga Mitte, wenn ich da alles richtig sage. Ja, und naja, auch den David hat das Spiel trotzdem gut gefallen. Erste Klasse Mitte, gell? Ja, bitte, habe ich kein Blödsinn geredet. Also, und der David ist natürlich immer noch on fire hier. Er müsste ja schon längst, gell, mit dem Nationalteam Richtung Irland unterwegs sein. Aber er hat sich gesagt, na, den GSC, den kann er da nicht hängen lassen. Er ist ja bekennender GSC-Fan, der gute David. Und ja, deswegen hat er dieses Spiel jetzt eben besucht. Und mit dem 2-0, ich würde sagen, kann man sehr gut leben. Oder was sagst du dazu? Das ist auf jeden Fall, also on fire, wie man sieht, ist man immer noch. Wir sind einfach noch gute Vorboten für das Spiel morgen. Also ich bin sehr glücklich darüber, dass der Sportwert gewonnen hat. Es war die absolut richtige Entscheidung, hierher zu kommen. 50 Leute, großartige Stimmung hier in Stivol. Und da freue ich mich schon morgen auf Irland, muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall, also da kriegt man sicher Lust aufs Länderspiel. Ich hoffe natürlich, dass du trotzdem fit bist und ausschlafst und halt nichts mehr feiern gehst oder Shisha Bar oder auf was für Ideen du da kommst. Ja. Also der Arnautovic, was nicht der Marco, der soll schön in Ruhe geben und daheim bleiben heute. Weil morgen gibt es 3 Punkte. Das, ist ja, aber das Problem ist, den Marco habe ich schon angerufen eigentlich. Also der ist jetzt fast am Weg daher. Der ist schon fast am Weg daher. Der holt dich schon in sein Maserati. So ist es. Ja, ja. Und schau mal, das, ich glaube, den hat er eh wieder vom Wasser. Letztes Mal war es Eto'o, dieses Mal Ibrahimovic, glaube ich, hat er sich geliehen. Irgendwann Maserati. Es wird schon gehen. Ein bisschen durch, weil der Marcel ist damit einverstanden. Schauen wir, dass wir dann morgen ausgelaufen sind, am Abend viel spielen. Aber es werden auf jeden Fall 3 Punkte werden. Hoffe ich auf ihn. Na, also wenn der David es sagt, dann ist es ja hoffentlich so. Also wie gesagt, zu dieser Partie Stivol eigentlich hilflos unterlegen. Naja, das nicht, aber relativ ausgeglichene Partie, ja, würde ich ehrlich gesagt sagen. Stivol ohne zwingenden Torchancen. Am Ende 2 Tore, das war der Unterschied. Es hätte auch genauso gut ein Unentschieden werden können. Aber im Endeffekt, der GSC wirklich wesentlich souveräner vom Tor. Effektiver auf jeden Fall. Sehr schön das 1-0 vor allem. Gell? Unglaublich. Also ein herrlicher Schlenzer ins Eck. Ich habe es leider nicht ganz erwischt mit der Kamera. Und naja, ich kann dann eigentlich eh nur mehr sagen, dass ich mich verabschiede. Es ist hier herrliches Wetter. Wir werden noch das ein oder andere Bier genießen. Also ich kann nur jedem wirklich da ans Herz legen. Schaut euch den GSC an, vor allem in der Gruam natürlich. Da werde ich definitiv mal dabei sein. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und naja, ich gratuliere auch natürlich dem GSC zum 7. Platz und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal natürlich auch hier bei The Lens TV. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir heute für Grün-Weiß sind, auf die Schwarzen natürlich. Sag ja noch irgendwie, ja, selbst der Eskersturm ist ganz okay, muss ich selbst von meiner Warte sagen, als alter Rapidler. GSC hat gewonnen, wir sind glücklich. Schaltet morgen ein, Irland, Österreich. Also unterstützt uns irgendwie. Wir machen das für euch und ihr seid für uns genauso. Von mir noch einen schönen Abend, irgendwie aus Stivol. Und eine, wie sagt der Braska? Gute Nacht. Ciao, ciao. Jetzt nimmt er auf. Hä? Jetzt nimmt er auf, ja. Passt, aber. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier mal wieder der Lenz TV. Also, wir kommen jetzt hier zum Abschluss. Die Partie SV Stivol gegen den GSC. Und naja, ich habe mir den Trainer hier schnappen können, den Herrn Reis, der eben die Siegermannschaft betreut. 2-0 am Ende für den GSC. Und jetzt gleich meine Frage direkt. Was sagen Sie zum Spiel? Also, souveräner Sieg oder? Kann man so sagen, als erstes Mal war es souverän.
Und das zweite war, die Fanatics waren auch souverän. Und ich glaube, deswegen haben sie uns zum Sieg geführt. So eindeutig. Ja, schon, oder? Also auf jeden Fall, ich muss schon so sagen, ich war das erste Mal jetzt mit, gell, mit diesem Club. Ich meine, die GSC habe ich schon gekannt, aber dass wirklich der GSC so eine Fanszene hat und man muss ja wirklich von der Szene reden. Für die erste Klasse sensationell. Also ganz ehrlich, da muss man sagen, verstecken muss man sie nicht. Und ich glaube schon, dass das so den letzten Push da schon gegeben hat, oder? Man muss dazu sagen, bei uns haben 7 Stammspieler auch gefehlt. Und 2 von den SP haben fix begonnen und die haben es dort gemacht. Ja, also vor allem das erste Tor war ja sehr schön. Also der Stenzel zeigt. Das war ein dicker Dominik. 1B, ja. 35, sage ich nur, bin ich. Ja. Aber sauber gemacht. Der war brav. Muss man gratulieren, oder? Danke, ich freue mich voll. Ich freue mich wirklich voll über ein Tor. Ja? Ich freue mich wirklich. Und sonst insgesamt so das Spiel. Ja. Also, was ist so die Einschätzung zum Gegner? Man hat das Niveau schon eher beherrscht oder war es eher so ein Spiel auf Messerschneide quasi, was auch in die andere Richtung geht? Ich glaube, wer als erste Torschütze gewinnt, Stivol ist nicht so stark, die sind auf der Tabellarisch hinter uns, wir sind jetzt 7. Stivol ist der 12. vom Spiel. Ja, genau, und bleibt der 12. glaube ich, oder 13. So wollen wir alle das sagen, was du. Obwohl, sagen wir es, auf dem kleinen Platz auch immer schwer zu spielen, speziell in Stivol. Ja. Da tun wir es immer schwer. So, jetzt habe ich den Hochzug verloren. Super. Auswärts. Sehr gut. Heute durch die Fanatics haben sie uns, glaube ich, hochgepusht und dadurch haben wir souverän, glaube ich, gewonnen. Die haben auch eine gute Chance gehabt. Ja. Es war kein großartiges Spiel, aber es war verdient, der Sieg. War recht souverän, oder? Ja. Ich meine, was ist so generell so die Spielanlage eigentlich vom GSC? Also wie gesagt, ich bin ja auch noch für sich ganz neu da, gell? Also würde der GSC eher so ein bisschen offensiv spielen? Oder ist man eher so quasi, so wie beim SK Sturm mit Frankfurt, oder dass man eher sagt, man will das Ergebnis haben und der Rest ist jetzt nicht so wichtig? Also legt man schon Wert auf die spielerische Komponente oder eher, dass man sagt, eben Ergebnis und der Rest ist jetzt nicht so wichtig? Zuerst müssen wir mal schauen, welche Spiele man hat. Dann kommt das System. Heute hat man gesehen, die Dreierkette. Normal spielen wir ja die Viererkette, aber wenn man 2 Ausfälle hat, bleibt uns nichts anderes über. Und dann schauen wir mal, dass man das Spiel beherrschen kann, kontrollieren kann. Das geht uns bei einem größeren Club oder bei einem, der was erster oder zweiter ist, da tun wir uns leichter. Da sind wir nicht der Favorit. Ja. Aber gegen einen kleinen Club, Stivol, Hitzendorf und Becker und Kumberg, da müssten wir das Spiel machen, das können wir nicht. Okay. Also heute hätten wir es auch, gut, jetzt hat uns 7 Spieler gefällt, ja. Aber heute hätten wir es auch mehr dominieren können. Okay. Stivol ist nicht so stark. Ja. Ich meine, ist man eher da, dass man sagt, zum Beispiel daheim muss man dominieren und auswärts eher so auf Konter oder eben auf Umschaltspiel gehen? Oder ist das generell so von der Philosophie, dass man sich eben das wirklich von Gegner zu Gegner ausschalten kann? Genau, wir schauen von Gegner zu Gegner. Welcher Gegner zu Gast ist, entweder wir auswärts oder daheim, und dort legen wir das System an. Eher defensiver oder offensiver, je nach Gegner. Okay, und heute auf jeden Fall, nehme ich mal an, das Konzept selber ist aufgekommen. Also die 2 Tore, die hat man gemacht. Ich meine, ich habe eben, also ehrlich gesagt, jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass die Wohler irgendwie auch auf 0-2 nochmal hätte zurückkommen können. Also mehr wie in der Nähe vom 16er waren sie ja nicht. Also von dem her, muss man sagen, zumindest defensiv, also sehr souverän. Also für die erste Klasse, muss ich sagen, bin ich wirklich auch positiv überrascht vom Spielerischen her. Also da haben sie eigentlich beide Mannschaften nicht so schlecht präsentiert. Also von dem her, ja, habt ihr das gut gemacht, ne? Und den 7. Platz habt ihr jetzt. Ne? Es war ja relativ eng alles beieinander. Antritt, wenn wir verlieren, Antritt gewinnt, werden wir auch dabei sind. So, die 3 Punkte kann unser Antritt nicht überholen, wenn wir 1 Punkt verhandelt haben. Naja, also von dem her kann man GSC mit dem 7. Platz zufrieden sein. Die Devise war zwischen 5. und 7. Platz. Okay. Sind wir also, ja. Also man muss da das ganze Jahr Revue passieren lassen. Und da haben wir immer wieder Ausfälle gehabt und die muss man kompensieren. Wir sind halt nicht so eine große Gruppe. Ja. Bei uns kickt da jeder gratis. Und wenn einer mal was vorhat, dann ist er halt immer nicht da und dann muss der andere einspringen. Also wie heute, 2 von der 1B, wo wir fix begonnen haben. Ja. Der dritte ist auf der Bank gesessen, der Rest ist gespielt. Ja. Also man muss ihn gut absagen von der ganzen Mannschaft heute wieder, was sie sich präsentiert haben und reingehört haben. Und das waren gerechte Punkte. Vielleicht eine abschließende Frage, was sind so die Ziele, wenn man schon ein bisschen in die Zukunft schauen kann, so also in der nächsten Saison zumindest, geht man eher so in Richtung, dass man schon schauen will, dass man vielleicht noch ein bisschen höher spielen kann, oder sagt man, man will sich erst in der Liga jetzt wirklich ein bisschen stabilisieren und vielleicht immer souverän im oberen Mittelfeld dabei sein und dann vielleicht einmal ein bisschen weiter aufschauen. Das nächste Ziel wäre, wenn wir uns so vorstellen, dass wir 4 Kicker kriegen, so wie wir jetzt
zum Mittelfeld haben, dann wäre das Ziel zwischen 4. und 6. Platz, also im vorderen Mittelfeld. Wenn wir heuer nicht ein bisschen Pech gehabt haben, oder wenn wir heuer ein bisschen Glück gehabt haben, wenn wir heuer vollständig wären, nicht die Ausfälle, hätten wir uns zutraut, auch zwischen 5. und 7. 5. 6. Platz mitzuspielen. Und das wäre das nächste Jahr das Ziel. Der Grundkern, der ist da. Jetzt brauchen wir nur 2-3 Spieler. Du musst dir vorstellen, der kriegt gratis. Und du musst einmal gratis Spieler herkriegen, die Qualität haben. Das musst du mal kriegen. Und wer zum Beispiel kommt, der Hamza und Co. und 4 von der Baust, wenn die wirklich kommen würden, dann hätten wir durch die Quantität kriegt man auch Qualität. Und dann tut man uns auch leichter. Und dann haben wir das Ziel ausgemacht, dass wir im vorderen Drittel mitspielen. Und das wäre realisierbar. Ich möchte gar nicht reden über den Mastertitel, dass alle sagen, weil wir gegen Semmerich gut gespielt haben, gegen die Vorderen haben wir ja gut gespielt. Das wissen wir ja. Nur Spiel machen können wir nicht. Gegen gewisse kleinere Gegner. Und das fehlt uns noch. Wenn wir das noch kennen, dann hätten wir wirklich vorne angekommen. Naja, da braucht man halt nicht dicken Spieler, also dicke Spielermaterial, dass man eben auch klar die Mannschaften beherrschen kann. Das ist meine Idee. Ja, ist ja auch am Messgestand. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja, die haben wir. Ich würde sagen, in circa 15 Minuten. Ja, kann man sagen. Ja. Na gut, dann kann ich nochmal Danke sagen. Also, danke für das Interview, gratuliere zur Veranstaltung. Vielleicht sehen wir uns mal öfter in der Gruppe. Ja, sehr gerne. Also Heimspiel werde ich definitiv besuchen. Und dann bitte bei den Fanatics dabei. Der David, von der guten Wally. Ja, nein, also da können wir gerne ein bisschen das Verlieben. Immer eine extrem gute Fangruppe. Also, das ist heute das Highlight gewesen. Der Abschluss war das Highlight mit über 40 Personen. Und ansonsten um je nach Sturmspiel, weil die meisten sind Sturmanhänger, kommen zwischen 10 und 20 Personen. Auch mit Trommel, mit Wirbel. Aber heute war. Ich bin gar kein Geist im Landliga. Und der Oberliga. Ja, aber es ist ja wichtig, dass die Steiermark Präsenz sagt. Nicht, dass immer noch hast Wien da. Ne? Also, wir haben schon gute Fans sehen und. Aber nur Gäste. Also, was in den unteren Klassen nur Gäste sind. Das schätze ich echt sehr und deswegen bleibe ich auch. Ja? Wenn ich erste Klasse trainiere, dann nur beim GSC. Das habe ich schon gesagt. Ja, nein, durch die Fanatics. Das haben wir ins Herz gehabt. Ich bin das zweite Jahr da, jetzt komme ich das dritte Jahr. Und ich bleibe extra wegen GSC. Passt alles. Ich muss nicht Erster werden. Es muss nur Spaß machen. Ich Spaß, Box und ich habe es nicht mehr. Das ist auch bei eins kann GSC, das wisst ihr selber auch. Wir geben nicht auf. Auch wenn wir 2-0 hinten sind, wenn wir 3-0 hinten sind, wir kämpfen bis zum Schluss. Und das schätzt Fanatics. Deswegen sind sie hinter uns. Mit dem Wirbel. Ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, da sind Leute, die kommen aus Wien, die kommen aus Salzburg, von überall her. Ich meine, ich habe mir selber hab gedacht, im Bus selber, ich meine, doch, na gut, das werden nicht alles jetzt rote oder schwarze sein. Gell? Und dann auf einmal, dann sagt man, der eine eher ist Rapid, der andere aus dem Salzburg und was weiß ich. Ne? Also das habe ich ja sowieso noch nicht gesehen. Ich bin ja jetzt eigentlich nicht so der große, sagen wir mal, jetzt Groundhopper ne, dazu, dass ich mir so die Unterliegen so anschaue. Aber da muss ich sagen, da kriegt man eine richtig Lust auf mehr. Gell? Also von dem her. Die Fans auf jeden Fall. Ja, also da bin ich sehr gespannt und auf jeden Fall ja in der nächsten Saison werden wir uns definitiv das anmachen. Also das kann ich mal an der Stelle garantieren. Ja. Von dem her. Auf. So, Burschen und Mädels. Also, damit schließe ich dieses Video jetzt ab. Das Spiel ist vorbei. Ihr habt alles gesehen. Also Choreo, Stimmung, Interviews und so weiter. Ich kann wirklich nur mein Resümee ziehen. Also ich finde, das Spiel war nicht schlecht. Der GSC mit einem verdienten Sieg, auf jeden Fall. Also 2 Tore, im Grunde nichts zugelassen. Und ich werde auf jeden Fall in Zukunft wieder das ein oder andere Mal beim GSC vorbeischauen. Also das war richtig, richtig cool. Allein schon wirklich die Jungs und die Mädels. Also sehr, sehr lässig insgesamt von der Stimmung. Also haben mich wunderbar aufgenommen. Und war einfach ein sehr, sehr toller Tag. Also hat sich voll ausgezahlt. Also jeder, der den GSC mal zuschauen möchte, dem kann ich nur raten, tut das. Also für einen erste Klasse Club hammermäßige Stimmung auch. Wie ihr gehört habt, der Trainer lobte den Club in höchsten Tönen. Und von dem her kann ich mich dann wirklich nur mehr verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. Euer Elias auf die Schwarzen und auf die Grün-Weißen vom GSC natürlich. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.